Weil die Atomkraft in den Netzen natürlich immer zur Verstopfung führt. Man fragt sich ja manchmal, wenn man durchs Land fährt, warum weht der Wind wie wild, also bei Ihnen in Sachsen-Anhalt zum Beispiel, und die Windräder stehen still. Na, weil zum Beispiel der Atomstrom die Netze verstopft, weil das man eben nicht an- und ausschalten kann. Weil die Atomkraft